Am letzten Handelstag des Quartals hat man das Gefühl, ist so ein bisschen vorösterliche Ruhe eingekehrt. Der DAX hat sich gleich schlafen gelegt. Die amerikanischen Aktienindizes gehen nach oben. Der S&P 500 mit einem neuen Allzeithoch. Dow Jones wenig verändert. Der große Star heute, der Nasdaq 100. Auch der Nasdaq Composite 2% im Plus. Also hier wieder die Tech-Werte, die gesucht werden. Aber das Auffälligste aus meiner Sicht war heute eine Drohung von Madame Lagarde, also der EZB-Chefin, die Seltsames gesagt hat. Und das erinnert so ein bisschen an das, was Mario Draghi im Jahr 2012 gesagt hat. Damals ja die Situation, dass die Eurozone auseinanderzubrechen schien durch ein Ausscheiden Griechenlands. Da war die Frage, hat diese Eurozone eine Zukunft? Und dann hatte Mario Draghi bei einem Vortrag in London nicht abgestimmt mit anderen EZB-Mitgliedern Folgendes gesagt mit seinem italienischen Akzent. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes. Und dann kommt der eigentlich entscheidende Satz. And believe me, it will be enough. Das ist in etwa so, als wenn die sizilianische Mafia jemanden, den sie bedrohen will, ein blutendes Schweinshorn nach Hause schickt. Das war also die klare Ansage, Jungs, wenn ihr gegen uns wettet, dann werdet ihr verlieren. Diesen Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Und siehe da, die großen Jungs an den Finanzmärkten, die haben sich das zu Herzen genommen. Die haben sofort aufgehört, gegen den Euro und die Eurozone etwa Staatsanleihen zu wetten. Euro ist nach oben geschossen. Diese ganze Krise schien dann komplett vorbei zu sein. Zumindest ist die Zukunft der Eurozone derzeit nicht mehr in Frage gestellt. Der Draghi-Effekt, wirklich ein vielleicht mit das Wichtigste, was jemals ein Notenbanker in einem Satz gesagt hat. And believe me, it will be enough. Diese Drohung hat jetzt auch verändert und etwas weiblicher möglicherweise Madame Lagarde in einem Interview mit Bloomberg gesagt. Die hat nämlich gesagt, ja, Bondtrader, also die Trader am Anleihenmarkt, die können uns so lange testen, wie sie wollen. Wir haben außerordentliche Umstände, mit denen wir es zu tun haben. Und wir haben außerordentliche Instrumente und die werden wir einsetzen, so viel und so lange wir wollen. Das ist indirekt ja praktisch die Ansage, wettet nicht gegen uns. Das Problem aber, das Madame Lagarde jetzt hat, die Anleiherenditen in der Eurozone, die bewegen sich latent, zumindest so wie die Anleiherenditen in den USA. Und wenn die nach oben gehen, dann gibt es Druck auch darauf, dass eben die europäischen Anleiherenditen nach oben gehen. Dazu gleich mehr. Also, das ist eine ziemliche Ansage, wie hier ein Kommentator kommentiert, mit absoluter Macht kommt auch absolute Arroganz. Also hier dieses Denken, wir haben die Situation voll im Griff, da kann überhaupt nichts schief gehen. Diese kleinen Bondtrader, diese Anleihenmärkte, die haben wir doch locker im Sack. Aber da täuscht sie sich vielleicht, denn dieser Sog, der von Geldströmen ausgeht, der Sog, der durch möglicherweise einen weiteren Anstieg der US-Renditen der Fall ist, gegen den ist auch die EZB kaum in der Lage anzukämpfen. Die EZB hat ja jetzt in allerkürzester Zeit ihre Bilanz nochmal um weitere 343 Milliarden Euro ausgeweitet, also massiv Anleihen gekauft, und dennoch die Renditen, die sind nicht wirklich nach unten gekommen. Wir sehen hier die 10-jährige Bundesanleihe so bei minus 0,28%. Also da hat man sich von dieser Drohung, whatever it takes, diesmal von Lagarde nicht wirklich einschüchtern lassen, anders als im Jahr 2012, als die Märkte sofort und praktisch aus dem Stand in die Gegenrichtung gelaufen sind. Das ist diesmal anders offenkundig. Das zeigt, dass der Anleihenmarkt im Mindesten diese Drohung nicht so wirklich ernst nimmt, zumindest sich nicht einschüchtern lässt. Und das zeigt auch ein Stück weit eine Art Machtverlust in Relation zu dem, was Draghi damals noch auf die Beine stellen konnte. Bei Madame Lagarde ist das schon deutlich, deutlich weniger. Und die Situation in Europa, die ist schwierig. Hier Frankreich jetzt möglicherweise ein nationaler Lockdown mit Verbot von Reisen innerhalb verschiedener oder innerhalb Frankreichs von einer Stadt in die andere. Wahrscheinlich auch wieder Schulschließungen etc. etc. Also die ganz harte Keule.
Diesen Weg ist Portugal gegangen und scheint dabei erfolgreich zu sein. Da sind die Zahlen deutlich besser geworden jetzt in den letzten Wochen. Ob es hilft, das ist die große Frage. Die Leute, die stecken sich ja meistens indoor an, also in Heimen, im eigenen Zuhause, in Flüchtlingsunterkünften, wo auch immer, aber eben weniger draußen, zumal wenn das Wetter jetzt so gut ist, wie es derzeit der Fall ist. Und ein Feind, könnte man sagen, für Madame Lagarde, ist natürlich jetzt die ansteigende Inflation. Wir haben jetzt die Verbraucherpreise aus der Eurozone gesehen und die sind deutlich gestiegen, sehr deutlich gestiegen, zwar im Rahmen der Erwartungen, aber eben sehr deutlich gestiegen, weil alles, was mit Öl zu tun hat, eben deutlich teurer geworden ist, Energie deutlich teurer geworden, über 4%, das ist dann schon mal eine Ansage und die Tendenz dürfte weitergehen. Das dürfte jetzt nicht gleich abflauen. Immer wieder schreiben mich Leute an Menschen an, die mein Videos sehen und sagen, also ich kann Ihnen hier insidermäßig aus meiner Branche berichten, was da passiert, extreme Preisanhebungen. Da kommt eine richtige Keule und die wird eben nicht so schnell wieder vorbeigehen. Dann wird man nicht plötzlich die Preise wieder senken. Das wird nicht passieren. Wenn man als Lieferant mal die Preise erhöht, dann ist es nicht so, dass man in der nächsten Woche, zumindest in der Regel, nicht die Preise gleich wieder senkt, sondern das bleibt mindestens eine Zeit lang auf diesem Niveau. Und das widerspricht dem Narrativ eigentlich der Notenbanken, vor allem der Fed, die sagen, ja, diese Inflation, die wird vorübergehend sein. Und das wird kein Problem sein. Und insgesamt eben auch das Problem, wie schon angesprochen, für Madame Lagarde, der US-Anleihe-Renditemarkt oder der US-Anleihemarkt. Und wir sehen, wir sind jetzt dabei, wahrscheinlich mit das schlechteste Quartal seit Jahren hier zu absolvieren. Es gab zwei, drei, vier Quartale seit dem Jahr 1994, die ähnlich schlecht für die Anleihemärkte waren. Wenn die Renditen nach oben gehen, dann sinken ja die Kurse. Das ist der Mechanismus, der dort zu beobachten ist. Und all das hat auch mit den Aktienmärkten zu tun, denn wir sehen jetzt die Korrelation zwischen dem S&P 500 und dem Future auf die 10-jährige US-Staatsanleihe. Die tendierte fast 1:1, eine Übereinstimmung von 93%. Das heißt, steigt der Future der 10-jährigen US-Staatsanleihe, wodurch dann die Renditen sinken, dann steigt auch der S&P mit einer fast 100%igen Wahrscheinlichkeit, wie wir hier sehen. Das ist seit dem Platzen der New Economy Blase nicht mehr so eng korreliert gewesen wie derzeit. Und wir haben das große Thema natürlich jetzt auch in den USA, Infrastrukturprogramm. Im Grunde ist die Rede schon veröffentlicht von Joe Biden und all das, und das ist das vielleicht Interessante, soll ja dann in den nächsten 15 Jahren durch Steueranhebungen, vor allem für Unternehmen, finanziert werden. Aber mit den Steueranhebungen, da haben die einen oder anderen so ihre Probleme, nämlich die Republikaner, die sagen also Steueranhebungen mit uns nicht. Und damit haben sie natürlich auch ein Wahlkampfthema in der Hand, in dem sie dann rausgehen können, jetzt in Richtung Zwischenwahlen in den USA und sagen können, Leute, die wollen Steueranhebungen, wir wollen das nicht. Auf der einen Seite allerdings auch eine widersprüchliche Handlung seitens der, oder widersprüchliche Haltung genauer gesagt, seitens der Republikaner, die sagen, ja, also wir drohen damit mit diesem Infrastrukturprogramm, das ist ja auch ein Sozialprogramm, etwa 1 Billion geht in soziale Zwecke, damit drohen wir die ohnehin schon heiß gelaufene Wirtschaft nochmal zu überhitzen, sagt man auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sagt man aber auch, naja, die Wirtschaft ist noch zu fragil, als dass sie Steueranhebungen verkraften könnte. Und wann kommt dieses Paket? Das wird noch sehr lange dauern. Also das ist jetzt eigentlich eh kein Thema, was wirklich schnell wirksam wird. Pelosi hat gesagt, die Demokratin, ja, wir versuchen das bis zum 4. Juli durchzubringen. Das ist also noch sehr, sehr lange hin. Und Biden wird noch mehr Steuervorschläge machen bis dahin. Also da kommt dann vielleicht noch das eine oder andere. Aber die Republikaner sind dagegen sehr. Das wird eine ganz schwierige Geschichte. Und vor September wird man das möglicherweise eben nicht durchbringen können. Es sei denn, die Demokraten schaffen es, den Filibuster abzuschaffen. Also jene Regelung, die besagt, für wichtige Gesetzesvorhaben braucht man 60 Stimmen im Senat und nicht 50, sind ja 100 Sitze. Derzeit die Verteilung 50-50.
Filibuster würde bedeuten, man braucht 60 Stimmen und kein einziger Republikaner wird dafür stimmen. Aber jetzt kommt ein Punkt von Christoph Barrot, extrem guter Analyst, der regelmäßig der beste Forecaster ist, was Konjunkturdaten betrifft, von Bloomberg ausgezeichnet. Der sagt also, die meisten unterschätzen, dass es hier nicht nur um Infrastruktur geht, sondern es geht um Geopolitik. Man will offenkundig eben jetzt nochmal Stärke demonstrieren, auch und gerade gegenüber den Chinesen. Dementsprechend versuchte Biden wahrscheinlich, diese Karte ein bisschen zu spielen von den Republikanern. Allein, ich denke, es wird nicht helfen. Und überhitzte Wirtschaft hier, das Schlagwort. Wir sehen die Schätzungen jetzt für die am Freitag kommenden Zahlen zu den neu geschaffenen Stellen, 650.000. Wir hatten heute die ADP-Arbeitsmarktdaten, waren okay, aber waren jetzt nicht wirklich eine Überraschung. Auf der Oberseite vor Monat wurde nach oben revidiert. Die heutige Zahl war dagegen leicht unter der Erwartung. JP Morgan hier mit einem Job-Tracker sagt, es könnten bis zu 1,8 Millionen Jobs hier der Fall sein. Möglicherweise werden wir in den nächsten Monaten, so sagen viele US-Banken, jedes Mal bei jedem Arbeitsmarktbericht 1 Million neue Jobs mindestens sehen. Mal sehen, ob das so passiert. Möglich ist es. Aber eben die Frage, überhitzt das nicht das Ganze? Und das haben wir heute auch beim Chicago Einkaufsmanager Index gesehen, mit 66 den besten Wert seit Juli 2018. Also nochmal Stimulus draufschütten, damit die Inflation anheizen, damit letztendlich diesen Trend zu weiter steigenden Renditen befeuernd. Das ist sozusagen das, was die Märkte jetzt abwägen müssen. Auf der einen Seite können die Märkte gar nicht Liquidität und Stimulus genug bekommen, auf der anderen Seite müssen sie sich aber Sorgen machen, ja, wenn jetzt die Fed dann möglicherweise früher gezwungen ist, auf die Bremse zu treten, erst durch Tapering, dann durch eben möglicherweise doch eine Zinsanhebung, dann bringt uns der ganze Stimulus nichts, weil wir dann sozusagen Gegenwind bekommen. Allein die Steueranhebung ist ja schon ein Stück weit ein Gegenwind. Wenn wir uns jetzt mal zum Quartalsende angucken, das BIP der USA, 21,4 Billionen Dollar, und wir haben die Marktkapitalisierung des amerikanischen Aktienmarkts gemessen am Wilshire Total Market Cap bei 41,5 Billionen, also fast das Doppelte des BIPs, was da an Marktkapitalisierung der Fall ist. Die Fed kommt derzeit auf 7,6 Billionen in ihrer Bilanz. Und wir haben, wenn wir uns jetzt den Aktienmärkten mal zuwenden, im S&P 500 etwa, da sind 463 der 500 S&P 500 Aktien sind über ihrem 200-Tages-Durchschnitt. Das ist einer der höchsten Werte, die je gemessen wurden. Also nur 37 Aktien im S&P 500 handeln nicht über ihrem 200-Tages-Durchschnitt. Und wir sehen aber gleichzeitig heute zum Beispiel, dass wir zwar steigende Kurse haben, der S&P 500 fast schon bei der 4000er-Marke, aber wir sehen, dass die New York Advanced Decline-Linie nach unten geht. Also die Zahl der steigenden Aktien in Relation zu der Zahl der fallenden Aktien, die nimmt doch tendenziell ab. Das ist ein kleines Warnsignal, dass da zumindest irgendwie möglicherweise die Interna nicht so toll sind, wie die Kurse derzeit signalisieren. Nicht so toll auch das, was zuletzt ja mit SPACs passiert ist, diesen Börsenmänteln. Die stehen alle nicht mehr so super da, eben heute dann auch nochmal ein IPO, Deliveroo, so muss es heißen, von Amazon im Prinzip, ist heute in London an die Börse gegangen und gleich mal über 30% eingekracht, also nicht gerade ein erfolgreiches IPO, was überhaupt diese Lieferdienste da eigentlich sollen, warum die so hoch bewertet sind, ist mir ein Rätsel. Also technologisch ist das ja alles durchaus überschaubar, klar, Plattformen, bla bla, aber letztendlich ist das Potenzial nach meiner Auffassung hier durchaus begrenzt. Wie begrenzt ist das Potenzial von Cathie Wood? Ich bin in letzter Zeit ja immer wieder auf sie gestoßen in meinen Videos und ich glaube einfach, dass die junge Dame natürlich das Symbol ist dieser totalen Überhebelung, des totalen Glaubens, Markets only go up, Stocks only go up, vor allem wenn man die richtigen Aktien hat, und Cathie Wood scheint damit Rechte behalten zu haben mit ihrem ARK-Team, aber
In letzter Zeit ist da ein bisschen der Wurm drin, läuft nicht mehr so. Und jetzt hat Morningstar, die Ratingagentur, nochmal hier eine Analyse gesagt und sagt also, da ist ein Team von unerfahrenen Analysten der Fall bei ARK, also bei Cathie Wood, die Go With Your Gut Risk Management, also sozusagen Risikomanagement nach Bauchgefühl betreiben, Bloated Asset Base, also aufgeblasene Positionierungen in einzelnen Sektoren, extrem risikoreich, so hier die Einschätzung. Und man zweifelt, dass der Fonds hier dann längerfristig seine extrem gute Performance eben beibehalten kann. Nach meiner Auffassung ist Cathie Wood sozusagen die hochgehebelste Komponente hier an den Märkten, zumindest das, was sichtbar ist an den Märkten. Wir haben ja gestern oder ja kürzlich gesehen mit Archegos, hatte keiner so richtig auf dem Schirm, sind aus der Kurve geflogen. Die Dame hier, Cathie Wood, ist es sehr bekannt. Klingt alles immer fürchterlich rational, ist aber hoch, hoch riskant. Und das wird früher oder später anderen auch auffallen. Das ist für mich so ein bisschen das Fieberthermometer, was mit Cathie Wood und ihren Fonds und ETFs passiert für die Märkte insgesamt. Also, wir haben erstaunliche Aussagen von Madame Lagarde. Die Anleihemärkte bleiben ganz kühl. Die US-Indizes mit den neuen Allzeithochs, was den S&P betrifft, Dow Jones kaum vom Fleck gekommen, Nasdaq heute der Tagesgewinner, DAX legt sich ganz entspannt schlafen im Bereich der 15.000er Marke. Mal schauen, wie die Dinge jetzt weitergehen. Morgen der letzte Handelstag dann für diese Woche. Morgen dementsprechend nochmal ein Videoausblick und ein Markeflüster. Und weiter geht es dann mit Videos erst am Dienstag. Aber morgen, wie gesagt, nochmal der Fall. Morgen das Markeflüster wahrscheinlich ein Ticken früher als gewöhnlich. Und jetzt wünsche ich einen wunderbaren und sonnigen Feierabend. Genießen Sie das tolle Wetter. Einfach herrlich. Bis dann. Servus. Ciao.